Tja, und da bin ich wieder. Herzlich willkommen zurück zu Let's... War ich hier? Bin ich hierher gelaufen? Ja, ich glaube, wir wollten Holz holen, gell? Wollten wir Holz holen? Ah klar, für die Zäune. Ja, gut. Herzlich willkommen zurück, meine lieben Damen und Herren. Es ist jetzt nicht der Tag danach. Es ist jetzt... Doch, es ist jetzt der Tag danach. Ich habe nicht weiter aufgenommen dann in dem Moment... Warum? Weil ich immer sage, ich nehme weiter auf und tue es dann doch nicht. Das ist der einzige Grund. Huch. Was war das denn? Tja, und deswegen werde ich jetzt einfach mal hier die Bäume fällen. Denn ich brauche Folgen. Ganz viele Folgen. Ja, ich habe auch gerade einfach mal jetzt geschaut. Huch, was ist das denn? Hä? Warum ist da ein Baum über dem Baum? Habe ich den nicht weggemacht beim letzten Mal? Na gut. Ich habe auch gerade mal geschaut, ob ich irgendwas finde, was so ein bisschen so ein Thema sein könnte zum Labern oder so. Aber es gibt echt nichts Spannendes. Ich meine, ich könnte jetzt über ALS reden, aber naja, nee, nicht wirklich, weil das hat ja mittlerweile, glaube ich, überall jeder gerafft, was das ist. Dann, ja, was gibt's noch so für interessante Themen? Der Krieg unten, also nicht der Krieg, die Auseinandersetzung da unten. Da weiß ich aber selbst gar nicht so viel Bescheid, muss ich gestehen. Da könnte ich jetzt gar nicht anfangen zu labern. Ich könnte euch nicht mal mit Sicherheit die richtige Zone sagen. Auf jeden Fall ist es unten. Unten, Osten. Unten, Osten. Naja, auf jeden Fall, da wüsste ich gar nicht genug, um euch da irgendwie eine Auskunft geben zu können, auf die ihr euch verlassen könnt. Deswegen kann ich da gar nicht drüber reden mit euch. Und selbst wenn... Das ist auch kein Thema. Die sollen sich da unten bekriegen. Das ist mir relativ egal, ehrlich gesagt. Wenn sie so blöd sind und das unbedingt machen müssen. Und wenn da, weiß nicht, mir ist das zu dämlich. Das ist so ein Ding von Menschlichkeit. Das ist mir zu dämlich. Da komme ich nicht mit. Deswegen ist mir das auch relativ egal, was die da unten machen. Sonst sich von mir aus alle gegenseitig den Arsch wegbomben. Da kann jetzt auch jeder sagen, was ist nur mit dir? Die armen Menschen da unten. Ja klar, es ist schade um die Menschen da unten, die dafür nichts wollen, aber das kann ich jetzt im Endeffekt auch nicht ändern. Ne? Ich kann jetzt da nicht runtergehen und sagen, so ihr Leute, ihr kommt mit, ich nehme euch mal alle mit und wir gehen jetzt mal anders. Das, nein, geht nicht. Daher kann ich nicht viel machen und deswegen ist es mir auch relativ egal, was die da unten machen. So. Hier und hier. Schauen wir mal, ob wir ein Setzling mitnehmen können. Äpfel gibt's. Wo kommen die ganzen Tiere her? Wo sind denn so viele Tiere? Raff ich nicht. Na okay. Ich muss sagen, ich finde die Plantage ganz nett hier, aber das für unsere momentanen Zwecke reicht die absolut nicht aus. Deswegen werde ich jetzt einfach mal. Wieder hier hinten was platziert. Leute, ist ja noch alles voll. Ich bin auch ein Scherzkeks. Ist ja noch alles voll mit Baum. Was will ich eigentlich? Ach, bin ich hier drüber. Leute, hier ist alles voll und ich will nicht genug Baum. Ja, klar, schon gut. Dann tun wir mal ein bisschen Erblanden hier und holen uns ein bisschen Holz da unten noch. Ich glaube, den Rest wollte ich immer mal wegbrennen, dann habe ich aber irgendwann vergessen hier wegzubauen, weil wir oben dann angefangen hatten, den Wald auseinanderzunehmen, also auf den Hügel, wo jetzt keiner mehr ist. Und da ist das hier in Vergessenheit geraten. Ganz einfach so. Ich weiß übrigens auch, dass wir momentan nicht so wirklich mit dem Baum arbeiten, an dem unsere eigentlichen Aktivitäten immer dran stehen. Weiß ich nicht, warum ich nicht. Das habe ich irgendwie verpatzt. Können wir demnächst gerne mal aktualisieren. Habe ich kein Problem damit. Und auch ihr könnt natürlich immer wieder Ideen in die Kommentare schreiben. Ich kann es so tausendmal wiederholen. Eigentlich hoffe ich, dass ich es nicht immer wiederholen muss. Ihr könnt sagen, was wir bauen wollen, wie wir es bauen wollen. Es wurden ja schon einige Dinger gesagt. Die Bäckerei zum Beispiel ist von jemandem. Die Mühle, die wir in der anderen Welt gebaut haben, also nicht in der anderen Welt, sondern in einer Gegend, ist von jemandem. Ihr könnt da euch auslassen, austoben, wie ihr wollt.
Ganz interessant übrigens zu erfahren, dass in 30 Folgen, in 35 Folgen, geht's ja wieder in die andere Gegend, ne? Also wer sich da schon drauf freut, der wird auf seine Kosten bald kommen. In 35 Folgen verlassen wir diese Gegend hier erstmal wieder und gehen mal wieder für 100 Folgen in Sessions in Staffel 2. Für alle, die neu dabei sind bei diesem Let's Play, das ist ganz normal bei uns. Ach komm. Wir haben zwei Staffeln. Wir haben, das hier ist unsere Welt, also unsere Hauptwelt. Und wir haben etwas weiter entfernt von hier noch eine zweite Station, in der wir alle 300 Folgen mal 100 Folgen verbringen. Um eine kleine Abwechslung in das Spiel reinzubekommen. Da ist schon die erste Spinne, da ist schon ein Skelett. Hier noch irgendwas, ein paar Setzlinge haben wir noch. Das hier nehme ich gleich mal mit und auch das hier nehme ich gleich mal mit. Doch, kann das ja rein. Und dann gehe ich einfach direkt hier mal schlafen, wenn ich einmal hier bin. Unable to locate Signal at 285-71-144. So. Lass mal durch, Digga. So, ich hoffe, das Mikro funktioniert auch und das ist nicht wieder kaputt gegangen. Das wäre nämlich ziemlich dämlich. Da hätte ich nämlich gar keine Zeit für, weil die Folge hier muss morgen raus. Deswegen, ja, haha, ne, da ist nicht viel Zeit. So, was haben wir denn hier? Ich kann hier nichts brennen. Naja, warum auch? So, Baumaterialien haben wir jetzt hier noch. Da haben wir zum Beispiel ein Feuerzeug. Siehst du mal. Da lasse ich jetzt einfach mal aus wilder Unvernunft hier das liegen und nehme das mit. Das war's dann. Holz habe ich genug jetzt. Da ist eine Spinne. Yay, und tot. Level. Hier muss ich auch noch rausgegangen. Und hier wollte man auch noch was machen. Hier war ja auch noch was geplant von uns. Ich weiß noch nicht was. Also hier wollten wir auf jeden Fall noch was reinmachen. Müssen uns ja halt noch einig werden, was wir hier dann reinbauen. Keine Ahnung. Können wir hier noch einen Baum hin. Was man hier reinbauen könnte. Vielleicht dann noch einen zweiten Bunker stollen oder so. Bunker. Einen zweiten Bunker. Klar, warum nicht? Hier fehlen immer noch die Eichen. Oh, diese Endermänner sind so nervig. Dann geht es mal hier lang. Das Haus ist schon gut am aufgebaut sein. Jetzt hier mach ich jetzt mal eine Allee hoch. Das haben wir nämlich auch noch nicht gehabt, eine Baumallee. Warum denn auch nicht mal so eine edlere Gegend? Machen wir jetzt einfach mal hier. Hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die Frage, wie machen das hier? Das müsste ich dann. Ja, da habe ich momentan gar keinen Platz für so einen Spaß. Hier würde es einfach mal dahin kommen. Warum nicht? Schwupp. Das habe ich hier für Steine genommen da hinten. Das war ein anderer, gell? Okay. Dann machen wir jetzt erstmal hier ein bisschen Holz. Holz. So ein paar Stöcker. Da war es mal eine Kiste, damit wir jetzt Kies reintun können.
Das ist momentan ganz wichtig. So. Ich stehe da mal rein und dann kommt der ganze Kies hier reingelegt. Den werden wir sicher hier in der Gegend noch brauchen, deswegen kann ich eigentlich auch hier lassen erstmal. So, sagen wir mal zwei Stöcker. Aus den Stöckern machen wir dann Zäune. So. Und noch einmal Zäune. Zäune nehmen wir natürlich mit. Und dann geht's los. Kurz mal Hand kratzen hier. So. Nee. Falsch. Jetzt habe ich mir an der Kiste orientiert. Ach so. Ja, dann hole ich mir mal mit wieder hier unten. Ich müsste das natürlich hier. Dann so machen. Was macht man denn dann hier rein? Moment. Ja, hier muss einfach nur das hier umgeändert werden in der Mauer. Dann sollte das auch passen. Okay, also wir haben jetzt hier. Einen Baum. Dann trenne ich das einfach mal jetzt mit dem Zaun ein bisschen rüber ab. Warum auch nicht? Und dann geht dem hier genauso lang. Okay. Was jetzt hierher kommt. Wenn wir hier zwei Weizenfelder haben. Ach ja, mit der Aufnahme dieses Let's Plays hier, was ich gerade mache, endet ja auch gerade, es hat ja auch gerade das Isoland geendet. Für die, die das cool fanden, tut mir leid, aber man ist ja der Schwachsinn, wenn ich jetzt zwei Let's Plays habe, wo ich im Grunde dasselbe mache. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz hier nach. Also, da wären die Schweine drin in dem Gehege. Da die Kühe. Da hinten die Pferde. Weil das ist eine übelste Plantage hier hinten. Weizen. Kühe, Schweine, Schafe. Pferde. Hunde könnte man eventuell machen. Ich weiß gar nicht, ob ich genug Hunde jetzt habe. Momentan habe ich, glaube ich, gar keine Hunde. Hühner, naja. Nicht wirklich. Karotten, Kartoffeln. Ein Zuckerrohrfeld wäre hier vielleicht noch ganz cool. Ich meine, wir haben hier einen Kuhspawner. Vielleicht einfach mal noch ein Zuckerrohrfeld hier herbasteln. Aber ich will auf jeden Fall den Schweine. Dass die das Schweineding hier größer haben. Das gefällt mir so nicht. Habe ich gerade gesehen. Hier ist anscheinend noch ein wenig alte Geschichte begraben, die wir da einfach mal zurückgelassen haben. Also hier hinten, das wird dann jetzt der wirtschaftliche Felderteil. Hinten dann eher so die Stadt und hier hinten geht dann jetzt der. Das ist natürlich. Wir könnten ja theoretisch. Warte mal.
ich gehe mal ganz kurz. Ich nutze diesen Modus mittlerweile sehr gerne. Und ich denke mal, das wird mir auch keiner... Oh. Keiner verübeln. Game Mode 1. Um einfach mal mir eine Übersicht zu verschaffen, wie es denn aussieht. Da drüben haben wir natürlich ein richtig nahrhaftes Waldgebiet. Hier haben wir jetzt Felder ohne Ende. Also hier haben wir wirklich richtig große Strecken. Da ist ein recht guter Teil. Vielleicht sollte man hier wieder Häuser hinbauen. Das ist, glaube ich, besser, wenn man hier wieder Häuser hinbauen. Wenn man jetzt nämlich ich würde hier noch ein Haus hinbauen. Und zwar vielleicht sogar in den Berg. Ja, ich würde noch ein Haus hinbauen. Dann kann man den Berg ja trotzdem dazu zurechtstützen.